Wem kehrst du, mein lieber Mann, mein lieber Bu, ich frage ja bloß, wem kehrst du? Und du, mein schönes Mädel mit den schönen Schuhen, ich verrat's auch nicht, wem kehrst du? Und du, du Schlappeflieger, Blomaul, Segel, Waldhofkicker, gib's doch einfach zu, wem kehrst du, wem kehrst du? The other day I caught a flu. Roughly she asked me, wem kehrst du, wem kehrst du? Und du, Verreckling, und du Dunnerwetter, du Filzbach, Jungbusch, Negerstädter, ich geb keine Ruhe, ich geb keine Ruhe, wem kehrst du, wem kehrst du? Und ich froh mei Liljefrau, mei Su, sag mir's ins Ohr, wem kehrst du? Und der Herrgott fragt mich sein Lieblingsmarabu. Was ist ein Marabu? Marabu ist ein afrikanischer Storch, aber auch das Wort für einen Dorfgeistlichen in Westafrika. Und der Herrgott fragt mich sein Lieblingsmarabu, wem kehrst du, wem kehrst du? Und ich frag zurück, ich frag die Strobe, ich frag die Schunne, ich frag die Schiene vorne und ganz tief drunne. Ach, alter Gott! Sag was dazu, wem kehrst du, wem kehrst du? Dankeschön. Es war Hommage an unser schönen Mutterspruch und an meinen Freund Arnim Töpel, vielleicht haben Sie von dem schon gehört, der ein schönes Lied geschrieben hat zu der Frage, wem kehrst du? Aber weder er noch ich haben diese Frage erfunden. Sowas kann und darf man nicht erfinden, weil das ist Volkseigentum. Das gehört dem Volk, aber wir haben es ins Reich der Poesie getragen. Wie ich ein kleiner Bub war und bin da rumgestrolcht, da hat es nicht Käse. Wie heißt du denn? Wer bist du denn? Wo kommst du denn her? Sondern die Leute haben gefragt, wem kehrst du? Und ich habe wahrheitsgemäß gesagt, dem Schwöbels Jakobs Peter und der Katermanns Hilde Luiselina. Das heißt, ein Kind war nicht einfach da, hat nicht einfach existiert, sondern es war Teil einer Legitimationshierarchie. Man hat jemand kehren müssen, sonst war man gar nicht da. Sonst war man gar nicht auf der Welt. Inzwischen aber haben wir eine ganze Reihe von Revolutionen und Befreiungen erlebt. Jetzt sind wir alle ganz frei. Kenny kehrt kein mehr und Kenner kehrt keiner mehr. Kotz kennt's kehrt kein mehr. Ehrlich gesagt, ich find's schade. Ich find's schade. Mir ist lieber, ich kehr noch jemand und ein paar Leute kehren auch noch mir. Dankeschön. Also der Morgen ist schon allein Gewinn für mich, dass ich euch sehen darf und für euch spielen darf. Das ist ein Privileg, das ist was Herrliches. Und schön ist auch, dass ich den Charlie Weibel kennenlerne. Natürlich ist er mal ein Begriff gewesen, aber ich habe ihn noch nicht persönlich erlebt. Und ich kann deine Erfahrungen durchweg teilen, wenn er zum Beispiel den Friedhof lobt. Also ich sage als in Mannheim, der Hauptfriedhof in Mannheim und der Luisepark sind genau gleich groß. Aber der Hauptfriedhof ist doppelt so lebendig. Kann ich bloß sagen. Ne? Der Hauptfriedhof ist doppelt so lebendig wie der Luisepark. Ich schreibe seit 11 Jahren die Wochenblattkolumne. Und da muss ich immer, weil der Leid schwerfällt, Dialekt zu lesen, muss ich immer so ein bisschen gemischt machen, ein bisschen Hochdeutsch, dass es aufnehmen kann. Und die Kolumne für die Woche habe ich am Wurstmarkt gewidmet. Das ist ein Text über die Riesling-Nomade. Über die Riesling-Nomade. Alle Jahre wieder pünktlich zum zweiten und dritten Wochenende im September ergießen sich Ströme von Menschen und Wein über Bad Dürkheim. Bad Dürkheim, dem Mekka der Riesling-Nomaden an der Weinstraße. Aus fast ganz Deutschland wandern die Töchter und Söhne der Sonne in konzentrischen Kreisen auf das schnucklige Dorf.
auf das schnucklige Dorf Bad Dürkheim an der Haar zu, um ihre Rituale zu feiern. Motto: getrennt marschieren, vereint die Sonne im Wein feiern. Ritualgegenstände sind wegwascht und woi, darf aber auch Fleischknepp sei. Wegwascht und woi, darf aber auch Fleischknepp sei. Das Ritual selbst vollzieht sich so: hucke, gucke, schwätze, schlucke. Hucke, gucke, schwätze, schlucke. Wollen wir das mal zusammen machen? Zwei, drei. Hucke, gucke, schwätze, schlucke. Hucke, gucke, schwätze, schlucke. Dieses scheinbar einfache Muster wird über Tage von Hunderttausenden von Menschen unentwegt wiederholt und variiert. Unter den Riesling-Nomaden gibt es eher säkulare, die Sonne im Weinanbeter, die trinken oder zwei Scholle oder Amule Ferdele. Viele Riesling-Nomaden aber gelten als Fundamentalisten, die ihre Übung streng um die heilige Zahl 7 entfalten. 7 Schuppe in 7 Schubkärschlein ist denen ihr Ritual. 7 Schuppe in 7 Schubkärschlein oder 7 Schuppe im Weidorf. Jetzt wird's wissenschaftlich, das ist bei mir das Risiko immer, das wissen Sie, ne? Wenn es um Völkerwanderungen geht, unterscheiden die Migrationsforscher zwischen Push- und Pull-Faktoren. Das englische Push kann ins Kurpfälzische übersetzt werden mit Schiebe, Schucke, Trigge, Stumpe. So heißt es. Push, Schiebe, Schucke, Trigge, Stumpe. Und Pull heißt Ziehe, Locke, Hole, Robbe. Ein klassischer Push-Faktor ist zum Beispiel, wenn die Frau zu ihrem Alter sagt: Vater, du gehst heute auf den Wurstmarkt, ein paar Schuppen bäste, dass wieder klar wärst im Kopf. Nicht, dann bist du immer ganz neben der Kappe. Und wenn der Alte dann obens wieder heimkommt, wird er von dir ganz bloß mit der La o La Welle begrüßt und alle singen: Mir reppe und rocke, oh oh, der Vater hat einen Affogel. Mir reppe und rocke, oh oh, der Vater hat einen Affogel. Wollen wir das? Er sei doch schon ein bisschen wild, ne? Mir reppe und rocke, oh oh, der Vater hat einen Affogel. Mir reppe und rocke, oh oh, der Vater hat einen Affogel. Muss ich sagen, Mann und Familie, denn Mann und kann ich nicht trauen, Mann und Familie schicken manchmal, immer als auch oft, ihren 30-jährigen Sohn als unbegleiteten minderjährigen Flüchtling, kurz gesagt, Umf, schicken sie auf den Waschmarkt, dass er beim Schubkärschel ihres Vertrauens schon einmal einen Fuß ins Schuppenglas kriegt. Wissen Sie, wie ich meine? Der Fuß ins Schuppenglas kriegt, ne? Besondere Pull-Faktoren auf dem Wurstmarkt sind die literarische Frühschoppe am 1. und die Pilzerpoesie am 2. Montag. Der Wurstmarkt hat dieses Jahr sein 600-jähriges gefeiert. Wissen Sie das? Übrigens letztes Jahr auch schon einmal. Und das 500-Jährige haben sie 1949 gefeiert. Da sage ich immer, die Dergemer sind die wahren Jünger Albert Einsteins. Sie haben die Relativität von Raum und Zeit begriffen. Wenn es ans Feiern geht, vermögen sie, den Raum zu verdichten und die Zeit zu beschleunigen. Und deshalb... deshalb bin ich ganz zuversichtlich, dass wir, so wie wir da beieinander sind, in alter Frische und Wohlbehalten das Tausendjährige zusammen feiern. Es gibt eine Methode, einen Text zu schreiben, indem man einen bereits existierenden, bekannten Text überschreibt. Die Fastnachter machen das oft, da gibt es einen Schlager und da wird halt ein anderer Text draufgeschrieben. Ich mache das nur ausnahmsweise, weil ich es eigentlich für eine mindere Form der Kreativität halte. Aber bei Ausnahme mache ich es einmal. Und ich trage Ihnen jetzt einen Text vor, den ich geschrieben habe, aber auf einen Bekannten drauf. Und ich will noch erwissen, mindestens die erste Zeile,
wie der Originaltext heißt, während Schribbe hat und wann. Ja! Alla, jetzt kommt mein Text. Mannem, Mannem über alles in der Welt. Mannem, Mannem über alles in der Welt, wann uns unser Lust am Schmuse liederlich fest zusammenhält. Von der Filzbach bis zum Schlammloch, von der Batschka bis zum Belt. Mannem, Mannem ist uns lieber wie ein ganzer Haufen Geld. Unsern Dorst und unser Mädle trinkt und trägt die ganze Nacht lang, soll uns grad aufrecht halten, laufen neu mit zartem Klang. Und ein trockener Trobbe schmeckt uns unser ganzes Leben lang. Kurpelzer Wei, Kurpelzer Lache, denkt und trinkt mit Himmelsgesang. Ähnlich sei aufrecht in Freiheit, streite, wo's der Geist verlangt, dort ruf Lust uns einer hebe, liederlich mit Herz und Hand. Ähnlich sei aufrecht in Freiheit, Mut und Glück als unabhand, lach im Arm von der Courage, lach mein grünes Heimatland. So. Also, wie heißt der Original, erste Zeile? Deutschland, Deutschland über alles, Autor? Hoffmann von Fallersleben. Hoffmann von Fallersleben. Und wo hat er es geschrieben? Auf Helgoland, mein Scherz. Hör mal, die Bildungsgeschichte der Pfalz muss neu geschrieben werden. Seid ihr unheimlich fit? Genau, auf Helgoland und zwar 1841. 1841. Und ich sage dazu jetzt Folgendes. Wir haben das geklärt, ich sage es aber trotzdem, weil mir es wichtig ist. Der Text, also mein Text, hüllt sich in den Klang des Deutschlandliedes von Hoffmann von Fallersleben. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die erste Strophe zu Recht verworfen. Deutschland, Deutschland über alles. Zu nah noch war der Welteroberungswahn. Aber 70 Jahre später, in denen wir nicht nur Fehler, sondern auch vieles gut gemacht haben. Und wenn ich sage wir, meine ich nicht die, die schon länger da sind, sondern uns Deutsche. Wir haben in den letzten 70 Jahren nicht alles falsch gemacht, sondern auch viel gut. Wir haben vieles gut gemacht. Und deshalb kann wieder gelten, dass von Fallerslebens Lied kein Eroberungsgebrüll ist, sondern eine Liebeserklärung an Deutschland. Mein Mannheim-Lied will einen Beitrag dazu leisten, jenen das Lied zu entreißen, denen es nicht gehören darf. Ich habe das Lied am 23. Mai 2016 geschrieben. Warum? 23. Mai? Das ist der Tag unserer Verfassung. Das ist der Tag unserer Verfassung. Feiern wir denn? Warum? Warum feiern wir denn? So, bevor ich mein letztes Stück bringe, möchte ich gerne zwei Personen, beziehungsweise drei, ein kleines Geschenk verehren. Reinhard, lieber. Was da vorne hängt, das ist die Flagge der Kurpfalz aus dem Jahr 1604. Ich finde, es ist eine wunderschöne Flagge und die kehrt uns alle ne, links und rechts vom Rhein. Ich kann euch bloß sagen, Lust nicht so Trennungen zu. Wir sind die echten Pelzer und ihr seid die unechten Pelzer. Macht doch so einen Quatsch nicht. Die Kurpfalz geht von der saarländischen Grenze bis nach Bad Wimpfen. Das muss man kapieren. Lust uns doch nicht kleiner werden, wie wir sind. Wir haben in den nächsten Jahren große Probleme zu bewältigen im Hinblick auf die Frage, wer sind wir und wer wollen wir sein. Und da wünsche ich mir, dass wir als Pelzer und Kurpelzer uns zusammenkehren spielen und nicht auf einmal in ein SWR3 oder BASF-Land verwandeln oder SAP-Land. Ich will Pelzer und Kurpelzer sein und es reicht beides von der saarländischen Grenze bis Mosbach und Bad Wimpfen. Und ich möchte dem Reinhard, der das hier immer moderiert und der auch die Vorbereitungen macht, möchte ich, lieber Reinhard, ich möchte mich bedanken für die Arbeit, die du für uns machst, für die Gruppe und auch für die Zuschauer und möchte dir gerne mit dem Gruß auf und meiner Frau die Kurpfalzflagge verehren.
Und wichtig auch die Andrea, das ist Andrea Lang, die sitzt da, und ihren Mann, der Uwe Lang, das ist der Weißhaarige, der sitzt dort. Die machen schon seit Jahren durch die literarische Frische aufnehmen. Und jetzt auch heute uns, der Reinhard hat es schon gesagt, und es ist dann auf YouTube zu sehen. Andrea, kannst du herkommen? Und euch zwei möchte ich auch diese Flagge verehren. Die kommen übrigens vom Bodensee daher, vom Bodensee. So, zehn dieser Tage habe ich was erlebt, da ist mir der Schuppe im Hals stecken geblieben. Lese ich in den Ruhrnachrichten in Dortmund die Reiseempfehlung, fahren Sie nach Bad Dürkheim auf den Würstchenmarkt, auf den Würstchenmarkt. Würstchenmarkt, geht's noch? Haben wir 600 Jahre Fässer auf den Wurstmarkt gerollt, aufs Schubkasel gekippt. Der war aus dem Fass raus und dann ganz langsam in uns neu laufen lassen, dass man uns heute kommt mit dem Würstchenmarkt. haben wir 600 Jahre lang gegessen und gesoffen, sind rumgeguckt und rumgelaufen, haben disputiert und geträumt, uns schepp gelacht und manchmal auch geschämt, dass es jetzt heißt Würstchenmarkt. Haben wir Feige gezogen und Weih, Gelerive und Grumbeere, Zwiebeln und Knoblauch, Käste und Mirabelle, Quetsche und Schattenmorelle, haben wir Hinkel, Gänz und Seig gefüttert, dass so ein Sauschwob, so ein Westfälischer, dass so ein Sauschwob, so ein Westfälischer, sagt Würstchenmarkt. Hat der Friedrich Engels, ja, ja, der Friedrich Engels, der Namensvetter von Karl Marx, hat er in der 48. Revolution zwischen Rastatt und Hebrem, zwischen Heidelberg, Mannung und Bergen, nicht Aufständische gegen die Preise geführt? Und hat er von den Pelzer Schuppenstechern nicht gesagt, dass die viel lieber ans Glas langen wie ans Gewehr? Und dann kommt er so ein Hergelaufener dahergelaufen und sagt, Würstchenmarkt. Mir wisst es besser. Nicht Würstchenmarkt, heißt es, Fest in Bergen, sondern Wurstmarkt. Und selbst das ist ein Pseudonym, weil in Wirklichkeit heißt unser Fest Dorstmarkt. Das ist der Dorstmarkt. Aber wenn der Lackl in Dortmund es erfährt, schickt er nächstes Jahr die Leute nach Bad Dürkheim auf den Dürstchenmarkt. Dabei kenne mir Kurpelzer im Bereich Essen und Trinken gar keine Verkleinerungsformen. Im Bereich Essen und Trinken gibt es bei uns keine Verkleinerungsformen. Wir sagen Bibel und Männel, Mädel und Bennel, Sippel und Dippel, Schussel und Dussel, Wurzel und Botzel, Batzel und Knatzel, Bärschel und Erschel, Ottel und Lottel, Huddel und Nuddel. Aber niemals Würstchen und Dürstchen. Vielen Dank. Dankeschön. 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 Dankeschön.